In diesem Video. Von der Skala von 1 bis 10 mache ich echt dumme Fehler heute. Also ohne Witz, das ist nicht mehr feierlich, was ich hier anstelle. Moin Freunde, damit herzlich willkommen wieder zurück zu... Ihr seht es schon, Pokémon Purpur mit Rubin und... Rubin? Ja? Ich habe ein Geschenk. Ich habe jetzt endlich mein erstes Shiny. Ich weiß, das habe ich gesehen. Und es ist... ist halt die, du darfst es nicht verwenden. Also doch, für mich ist es schon... Also im Spielkampf verwenden nicht, weil das ist Level 100 schon. Dementsprechend fällt es ja so oder so raus. Aber als Competitive-Pokémon kann ich das auf jeden Fall mitnehmen. Jedenfalls wollte ich damit sagen, ne? Kurze Werbung an der Stelle. Ich mache einen Shiny-Hunt-Stream jeden Mittwoch. Und das kann man gerne sich anschauen, wenn man möchte. Weil da werden wir, denke ich mal, hoffentlich irgendwann mal ein vollständiges Sechser-Team mitbekommen. Das vielleicht auch competitive mal kämpfen kann. Aber das... Ja, ich weiß halt noch nicht, ob ich competitive spielen möchte und so. Heute wird unser Ziel sein, von Pinchoros aus nun nach Mesclera zu kommen. Und alles einzusammeln schon mal, damit wir einfach schon mal die ersten Etappen der 100% schon mal wieder näher kommen. Und glücklicherweise ist wieder Rubin dabei und hoffentlich geht diesmal keine Aufnahme schief. Yay! Yay, aber keine Sorge, ich nehme nebenbei noch auf, dementsprechend im Notfall der Notfälle gibt's da noch was. Genau. Weil ich hatte auch den Kampf für euch mal als Info, also wo Chris und ich gegeneinander gekämpft haben, seine Arena-Leiterkampf aus meiner Ansicht, aufgenommen gehabt. Das heißt, das, was er gequatscht hat, ist verloren. Dementsprechend hatten wir schon überlegt, dass wir halt, also dass ich halt diese Sachen bei mir hochladen werde, dass er dann in unserem Kampf anschauen, aber es ist halt alles meine Ansicht. Weil wenn ich mein Video, also das aufgenommene, Chris schicke, wird er wieder durchdrehen. Das sieht man doch bei Mario Kart. Ich bin bei keiner Aufnahme dabei, weil sein Programm meinen Videos hasst. Das stimmt, aber das liegt wie gesagt am Programm. Da muss irgendwas nicht stimmen oder so. Und deswegen kann ich dich nicht rinnehmen. Ja. Falls sich jemand gerade wundert, warum ich ein Taschentuch hier von meinem Mund halte, irgendwas, ich muss mir irgendwas getan haben. Irgendwie, tut's gerade ein bisschen weh an der Seite. Das ist schlecht. Hast du das Pokémon erst ab einem hohen Level hier? Ach, ich kann mir auch ja nicht konzentrieren, ne? Das so. Ist noch mega schlecht. Aber vielleicht ist das gut, weil er mal ein Pokémon von dir auch nie mal wiedersehen darf. Nee. Nee? Nee, diesmal nicht. Auch wenn ich gerade echt ein bisschen, also von der Skala von 1 bis 10 mache ich echt dumme Fehler heute. Also ohne Witz, das ist nicht mehr feierlich, was ich hier anstelle. Ich setze auf ein Gift-Pokémon natürlich ein Feen-Pokémon ein. Ist GG. Und dann mache ich auch noch auf Riffex die ganze Zeit Funkensprung, obwohl es Elektro ist. Ja, also, ist doch was. Positives. Ja, total. Das stört mir überhaupt nicht, dass die Lippe gerade an der Stelle richtig wachsen macht. Nice. Oh, ist das schön. Ein sehr schönes Gefühl, wenn man sich das aufgebissen hat. Als die Nase. Ja, aber das Problem ist halt, dass die ganze Zeit jetzt ein bisschen Blut rausläuft, weil ich da halt mich aufgebissen habe. Das ist wirklich schlecht. Gut, aber zu anderen Themen, ne? Wir wollen ja jetzt nicht über meine Gesundheit hier diskutieren, die ja sonst immer ganz gut ist. Oh, hier gibt's Milzer. Willst du Milzer? Nee. Ich habe schon zu viele Pokémon. Ich sortiere gerade ein bisschen aus bei den Pokémon, wo ich weiß, dass ich die nie verwenden würde. Ja, zum Beispiel so ein Schlapfel und ein Drapfel sind, glaube ich, doch nicht so gut. Naja. Eigentlich ist Schlapfe, Schrägstrich, Drapfe eigentlich ganz geil, wenn man die richtig halt einsetzen tut. Ja, aber du hast so eine Melly mit einem großen Hammer, das zerstört alle meine Drach-Pokémon. Ja gut, das stimmt allerdings.
So, und ich Melli habe ist halt wild. Noch ein Knacksel, was ich vom Kaumelat her trainiert hatte. Dementsprechend brauche ich Drapfel nicht, weil ich habe auch im Notfall auch noch ein Schäfer rum. Kupita habe ich ja auch noch hier am Start. Das, was ich ja beim letzten Mal bemerkt habe, ich brauche ein besseres Feuer-Pokémon. Und das, was ich aktuell habe als Feuer-Pokémon. Also Hundemon? Ja, aber ich meine, das Pokémon, was ich noch in der Reserve habe, das entwickelt sich zu einem späten Level erst und wird dann erst richtig brauchbar. Na gut, das ist halt ein Nachteil, ne? Ja, und das ist halt wie eine Riulu, kann man sagen. Was erst später zu einem starken Lucario wird. Ja. Und ich kann mit keinem Riulu in einen Kampf gehen, wo es mit einem Schlag in die Wand gepfeffert wird, so in etwa. Na gut, du könntest, Tittmann. Wäre aber nicht so klug. Genau. Und dementsprechend. Dann variier mal dein Team noch ein bisschen. Wir werden heute auch ganz, ganz viele Terra-Raids mitmachen, Leute. Das ist ein Rubin von Kristall. Das ist ein Kristall von Rubin. Denn, ich brauche wieder EP-Bonbons. Cheater. Mhm. Sieh, da hinten ist ein Zoroark. Oder war das jetzt ein Wolverock? Ich habe das jetzt im Augenwinkel nur gesehen. Also ein Zoroark müsste eigentlich, Ah, das ist weg. Nee, da hinten. Wolfrock ist es. Entschuldige. Weil, ich habe ja mein Zoro aufgefangen und, die sind halt getarnt. Die Ditto. Was ist das neue Tauros für ein Typ? Oh, ich glaube Kampf Unlicht? Hängt aber davon, glaube ich, ab, was du, für einen vorhast. Es gibt ja auch Kampf Wasser, Kampf Feuer. Ja, das sieht aus wie Feuer. Das habe ich gerade erst mitgekriegt. Bitte setz keine Feuerattacken ein. Dann hoffe ich mal, dass ich jetzt mit Unlicht wenigstens Vorteile habe. Okay, er macht Kopfnuss. Was total sinnlos ist auf Melli. Der Typ hat Beulenhelm! Kleiner Cheater. Und sein Headbutt hat er. Ah ne, warte mal, ich hab Beulenhelm, deswegen erleidet der Schaden, ich bin döv. Oh, Alter, dein Ernst, Melli? Melli, du machst ich check zurück. Ja, nie, Melli. Ja, doch, Melli. Junge, mach die ganz gute Arbeit. Die Gegner sind hier schon Level 36, 37. Hilfe. Hier. Du auf Level 41. Ja, ich bin hier auf 35. Na, aber nein, du bist nicht überleveln. Nein. Ich bin noch gut gelevelt. Oh, Alter, Mundtier, du dreckiges Ding. Was willst du von mir? Er will Mundigkeit von dir, eine Munterkeit. Okay, ganz schön komischer Kampfsound. Haben die den Kampfsound vom Spiel geändert? Okay, dann ist das irgendwas Spezielles gewesen, weil ich habe jetzt dieses Mundtier tatsächlich, das ist auf mich zugegangen und hat mich angegriffen und dann kam so ein geiler Sound, den ich nicht kenne. Ich weiß, wir haben irgendwelche Soundprobleme gefixt beim letzten Update oder so. Ja, ich habe so auch neue hinzugefügt. Das wer weiß, wer weiß. Ich hab, wir haben viele Terra-Rates Sachen geändert. Also verbessert und korrigiert. Ach, ich laufe jetzt nie durch die Gegend. Ah, guck mal, hier kommen wir runter zu dem. Oh Gott, zu der Schädierbande. Aber da möchte ich natürlich nicht lang. Doch, da möchtest du lang. Nee, da muss ich ja wieder hochlaufen, habe ich gar keine Lust zu. Da möchtest du hin. Nee, nee, Rubin, lass mal. Was ist denn das hier für eine dunkle Höhle? Wo komme ich denn hier raus? Halt, stopp. Y.
Ach, das wird wahrscheinlich eine Höhle sein zum Eisgebirge, ne? Ejo, sieht so aus. Keine Ahnung, ich habe nicht so viel erkundet wie du. Naja, zum Eisgebiet muss der schon irgendwie gekommen sein. Mit Cheaterei und noch mehr Cheaterei. Ja, aber es gibt auch einen Durchgang, wo man nicht cheaten muss. Ich habe hier einen komischen Fisch. Das ist, glaube ich, der Kristall, wo du bei vorher warst. Okay. Ich weiß nicht, ob das ein neuer Fisch ist. Alter! Junge, was ist denn jetzt los? Schneesturm, ich sehe nichts mehr. Möchtest du diesen Raid mitmachen? Ja, immer. Guck mal, da stehe ich sogar. Du, ich sehe gar nichts, ne? Bei mir ist gerade so richtig Schneesturm, tot und alle drum und dran. Wechseln. Oh, jetzt sind wir auf Montanata. Schöner Name für einen Berg. Die Montanata. Monte. Ich war Monte. Darauf wollte ich jetzt nicht hinaus, Rubin. Ja! Monte ist lecker! Monte Joghurt. Ah ja. Bist du nicht lecker? Doch, ich kauf die immer. Siehste. Ich hoffe mal maximal. Die großen. Oh, das ist ja ein Egal, vergessen wird. Wie heißt das Pokémon? Keine Ahnung. Mit D. D? Mhm. Dumm-Isel? Nee, nicht Dumm-Isel. Lusardin. Oh mein Gott, ja. Das ist Lusardin? Sieht aus wie Lusardin. Das kleine Ding, jo. Oder? Ich weiß es halt nicht. Das sieht so komisch aus. Sieht aus wie Lusardin. Gibt's überhaupt Lusardin hier? Ja. Sogar die Schwarmform, glaube ich. Müssten zumindest beide mit drin sein. Ich hoffe einfach, die haben das mal mit reingenommen. Komm, sei ein Lusardin. Lusardin. Dann hätte ich gewonnen. Das ist ein Subladin. Ja, und an der Stelle großes F an mich. Ich kann gut unterschiedliche Pokémon erkennen. Deswegen sage ich ja, ich weiß nicht, was das ist, bevor ich was Falsches sage. Ja, wow. Wow. Auch nur ein Sterne. Achso, ja gut, okay. Daran denke ich mal nie. Brauche ich einen Subladin? Nee. Wasser. Ja, Alter, ein Elektro-Pokémon zu Wasser, Mann. Sinnvoll. Ich fange einfach mal. Ich muss sowieso raussortieren, wenn wir die Fähigkeit haben. Sehen, wie stark die Pokémon sind. Oh, Diebeskuskus. Weil viele Pokémon bleiben ja auch einfach nur auf dieser Edition und schimmeln hier herum. Die armen editionsspezifischen Pokémon. Mir doch egal. Das Shiny Enton kommt rüber. Ja, weißt du, nur das Shiny Enton. Nur weil ja, du Glück hattest. Das Hauptteam kommt auch rüber. Also Miauzi. Miauzi, ja. Klar. Ja. Jetzt geht gerade auf einen steinigen Weg nach oben zu den Bergen. Dieser Weg. Wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Oh mein Gott, das wird halt wirklich steinig und schwer, weil ich keine Ahnung habe, wo ich lang gehen muss. Ich sehe überhaupt nichts. Ja gut, hier sind auf jeden Fall Items. Nehme ich alles mit. Schöne Gebirgspferde, muss man sagen. Also ein Gebirge und dennoch ein Gebirgsfahrt dazu ist mega. Oh mein Gott. Bitte nicht den Abtaucher machen, bitte. Oh nein, ich bug schon wieder. Jetzt. Alter! Ja, bug. Meine Fresse. Bitte. Spiel, tu mir das nicht an. Spiel, tu ihn das an. Oh Leute, guckt euch die Aussicht an. Wie nice.
Voll die geile Aussicht von hier. Über die komplette Schlierebene. Schlierhain. Schmierhain oder so, wie es heißt. Ich hab schon wieder vergessen den Namen. Schmierhain, glaube ich. Naja, Schmierhain. Ich denke immer an Schlier. Ich finde, der Schmierhain ist der also gehört mit zu den wenigen Orten, die wirklich anders aussehen. So ein bisschen erkundungsmäßig sind. Na gut, die asiatisch angehauchte Welt oder Abteil ist ja auch noch da. Die finde ich auch mega. Mal sehen, was du sagst, was sie selbst erfunden hast. Die wird super sein. Ich glaub dran. Glaubst fest daran. Mhm. So, aber jetzt erstmal müssen wir nach oben. Ich sehe den Terra-Kristall unter mir, aber diesen interessiert uns mal nicht. Wichtiger ist uns, dass wir erstmal hier alles schön aufs Gleiche erkunden. Oh, hier oben muss ich jetzt da auch noch lang. Oh Mann, warum ist das so groß? Frag Game Freak. Kann man die Spiele kleiner gestalten? Nee, Open World. Ja, nee, scheiß auf Open World. Oh, hier oben ist ein Schwert, alles klar. GG. Blaues Schwert an der Stelle. Oh, ich werd... Ja? Die ganzen Schwerter und sowas. Na, die werde ich noch, die werde ich Freude haben. Da ist ein Typ! Typ! Heia! Angriff! Ins Gesicht! Und wehe, du hast Level 50 Pokémon. Arme Typ. So, Akademie-Schüler Jay. Ja, komm, jetzt dein Mewtwo. Fast. Ist schon fast Mewtwo. Ja, wenn man überlegt, was unsere, weil bis die Dungeon so Probleme hatten, aber mal eben Grodon platt machen. Ja. Als ob der Toxin trifft, obwohl ich unter der Erde bin. Alter, Toxin ist so ein Drecksmove. Ja klar, das geht halt durch den Boden durch. Ja, yeah, deine... Ja, nur in die Säure. Das geht durch den Boden durch und... Was passiert? Was ist denn Momentum Mori? Das ist, dass es sich selbst tötet. Wow. Das war ja sinnvoll. Ich weiß nicht, was das Effekt macht, weil es Naja, es hat mein Angriff und meinen Spezialangriff stark gesenkt. Okay, ach ja, das andere war ja Lebenstropfen. Oder Lebensopfer, oder wie es hieß. Das hat ja dein Toggle-Quiz gekonnt. Ja. Oh nee, jetzt macht der Schmeichler, Mann. Warum sind die alle heute so eklig mit ihren Attacken. Der eine macht Schmeichler, der andere macht Momentum Mori. Gibt es hier noch einer, der irgendwie Wangenrubbler macht? Können wir mal darüber reden, dass wir auch mal normale Attacken einsetzen, wie Kratzer, Schlitzer, Heuler? Wir sind nicht mehr in der Anfangswelt. Ja, reicht doch. Mehr brauchen wir doch nicht. Du brauchst schon irgendwelche Erdbeben-Geschichten und sowas. Viele. Ich nicht. Ich habe dafür meinen Kratzer. Kratzer mit einer Stärke von 400. Ja. Schlitzer, also das wäre schon geil, weißt du? Schlitzer macht 80er Move und Kratzer ist 400er Move. Dann brauchst du wahrscheinlich besser auch so eine Fähigkeit, die das verdoppelt oder verdreifacht. 1200, nice. Erstmal 1200 Damage reinhauen. Junge, hier gibt's aber viele Trainer oben. Oh nein, Enteron steht in mir. Aber kennst du halt erst so. Ja, ja, aber trotzdem steht ihr in mir. Und Siana ist schlecht. Hm? Es rennt doch schon weg. Ja, immerhin. Siana wird, denke ich mal, hoffentlich weiterhin auf eine Psychoattacke gehen. Ach, Cat, du machst das schon. Ich sehe mich da. Sehe dich da. Ja, tolle Psychoattacke dann. Ich wollte nicht auf Samenbomben gehen. Danke, Spiel. Dass, der mir einfach geklaut hat.
cool. Spezialangriff tauscht dann mit Angriff. Finde ich auch ziemlich nett von dir. Ja, dann kann ich auf Samenbombe gehen, ganz ehrlich. Weg mit Ciana. Arme Ciana. Konnte doch nichts, durfte nichts. Ich hab genauso das eingesetzt, was du wolltest. Sternschauer. Ja, nie. Brauche ich Kampf eigentlich. Warte mal, was kann denn der Nacht? Aber wir haben keine Kampfmoves. Weißt du was? Nein, das ist dumm! Ich hab nur auf Feuer geachtet. Nicht gleich. Wo hängst du denn? Ja, frage nicht. Oh, nach Taras bitter. Ich hab gedacht, du willst zu Normalstart. Nick ja unterwegs. Laut der Karte. Bin ich unterwegs? Bist du entgegenverkehrt unterwegs? Rubin, das gehört alles dazu. Oh, Alter. Okay, stimmt. Ich hab ja gleich Mut. Die einzige gute Attacke hier bei ihr. Küss hier! Yes! Einfach ausgesaugt. Schön, Melli. Immer weiter küssen. Schutztausch. Verteidigungstausch. Alles klar. Danke, dass du mir deine überkrassen Verteidigungswerte hebst, du Force Dieter, ey. Das ist nicht eine 7? Ich weiß es nicht. Ich hab nicht auf die schlechte geachtet, bin ich ehrlich. Also für mich sieht das aus wie eine 7. Oh, Schallwelle. Ja, es erlernt er noch Schallwelle. Eine laute Attacke der gegnerischen Schallwellen, blablabla, gemacht werden. 90 Spezial, ja, Cannon kann dann weg, ne? Cannon! Ey, diese Starter sind OP. Energieball, oh. Cat erlernt Energieball. Mm. Diese Starter sind OP. Senkt eventuell Spezialangriff, ja, da können wir Samenbomben ja wegballern. Halt, hier ist aber ein Trick. 82er Spezialangriff und wir haben eine spezielle Attacke, das ist blöd. Ja, dann schade Energieball an der Stelle. Muss. Fast ein Fehler begangen, ey. Die Starter sind nie OP, Rubin. Du hast einfach keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Nein. Oh, Elefantastisch, würde ich sagen. Oder auch nicht. Wenn du mich anfällst, Elefant, kriegst du eins aufs Maul. Gut. Ich bin gar nicht so schlecht Level, dieses Elefantisch. Ja, 30 oder so. 30, ja klar. Oh, hier hat jemand einen Premium-Ball verloren. Also auf diesem Berg gibt es so viele Trainer, das ist fast nicht mehr normal. Und du musst jeden einzelnen mitnehmen. Ja, muss ich für mich selbst. Barnett hat die Antenne. Barnett ist doch vom Typ Geist, ne? Nur vom Typ Geist. Ich weiß, ja. Nicht, dass sie irgendwas anderes noch hat. Also, wie ich weiß, ja, aber ich könnte auch den Unlicht-Typen haben. Aber sonst hat das nichts anderes. Ja, Unlicht und Geist ist mir scheiße, ja. Dafür habe ich ja Cat. Oh, Fluch ist bitter. Er hat mich verflucht, der Lutscher. Ach komm. Dafür hat er noch Hälfte des Kleinen. Ja, er muss ihn aber jetzt killen. Sehr gut. Siehste? Ich bin aber trotzdem vom Flug befallen. Ja, jetzt kannst du wechseln oder nicht mehr. Zwango! Was ist denn Zwango? Zwango ist nicht gut. Anwender tanzt mit einem Rhythmus. Dieses nimmt dabei die Fähigkeit des Anwenders an. Ja, wow, witzig. Beste Attacke. EU-West. Cat, nicht sterben, sonst kriegst du eins das Pressbrett. Glazolia! Beste Wahl für Nishi. Lass uns Ciana und Glazolia? Ja, irgendwie haben die ja alle Evoli-Entwicklung. So, schön Loderlied und dann die wunderbare Attacke, die Rubin gekillt hat. Ja.
ne, Rubin, die ist nicht OP. Die ist eigentlich voll schlecht, wo es tust. Die ist die schlechteste Attacke, die es je gab. Die ist vollkommen recht. So ist es. Eine schlechte Attacke überhaupt bei einem Starter. Oh, diesmal erlernt unser Wasserstarter keine neue Attacke wie die anderen. Das ist krass. Oh, bitte hör auf, Säugerleo. Oder Säugerleo vor allem. Hey, ich will das Item. Das ist ein Supertrank, trotzdem. Hier ist dieses komische. Du hast doch sicherlich genug Tränke schon. Ja, vielleicht. Alter, was ist das denn hier? Rubin! Was? Du läufst aber in die falsche Richtung! Alter, wer hat das gebaut? Du läufst trotzdem in die falsche Richtung! Okay, aber die Items. Oh, hier ist Schaufler. Hm. Ich lauf fast richtig, Rubin. Aber hier unten geht's ja auch noch lang. Warum geht's überall lang? Gummy Freak, was ist da los? Okay, wir müssen wieder hoch. Let's go, let's go, let's go, 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 go. Okay. Jetzt heute Pokémon Purpur beenden. Ja. Schaffen wir noch. Ach, das schaffen wir. Hier oben ist ein Turm. Der Turm. Der Rubinskaya Turm. Ich hab einen Turm? Ja, und was wir darauf finden, werden wir in der nächsten Folge sehen. Also, lasst eine Bewertung da, um nichts zu verpassen. Abonniert den Kanal und dann bis denne und ciao. Bye.